Meine Studenten wollen mich heute feiern. Und sie wollen nicht nur, sie tun das auch. Und ich bin mitten unter ihnen, spiele mit, ich zittere mit. Ob uns das auch so gelingt, wie wir uns das vorgestellt haben. Die Umsetzung von allen Plänen zu diesem Konzert war echt richtig kompliziert und vor allem sehr vielschichtig. Haben wir es doch mit empfindsamen jungen Menschen zu tun, mit vielen Emotionen und Ambitionen, aber auch mit Multimedia-Technik, die es galt, mit Inhalten zu füllen. Die Inhalte kenne ich nicht, ich habe nur das Video von Johannes Moser eben gesehen. Alles andere ist noch Überraschung für mich. Inzwischen hat der Abend schon seine Eigendynamik entwickelt, wie ich bemerkt habe. Und Sie, liebes Publikum, sind dabei und es wird sich toll weiterentwickeln. 1986 habe ich hier an der Hochschule als Professorin angefangen. Wie Sie eben schon hörten, ich war vorher schon 10 Jahre an der Folkwang-Universität in Essen tätig. Ich kam also nicht ganz grün hierhin, sondern hatte schon ein bisschen Erfahrung, wie das Unterrichten geht. Ich habe hier auf dieser Bühne dann 1986 das Elgar-Konzert gespielt. Ein Foto haben Sie vorhin schon gesehen. Es war mein Antrittskonzert hier mit dem Hochschulorchester. Der Dirigent war ein Dirigierschüler und es war ein kleiner Ritt über den Bodensee. Ich werde das nie vergessen, aber es war eine wunderbare Erfahrung. Elgar-Konzert hat so viel Fermaten und so viel Rubato und so viele schwierige Stellen, auch für einen Dirigent, und das war für den natürlich eine wunderbare Gelegenheit. 2017, dieses Jahr, stehe ich wieder auf dieser Bühne, 31 Jahre später. Da frage ich mich, wo sind denn diese Jahre geblieben? Was hast du eigentlich gemacht in der Zeit? Wenn ich aber jetzt hier so rumgucke, 31 Jahre sitzen in Form und Gestalt von jungen Leuten hier, vorhin auch auf der Bühne und nachher auch wieder mit auf der Bühne. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass diese herrlichen, erfolgreichen, jungen, begeisterten Cellisten, die seit 3 Tagen jetzt zu proben hier sind, ihren Weg im Leben bereits genommen haben. Einige haben 86 bei mir studiert, das ist eine lange Zeit, haben natürlich den Weg ins Profileben gefunden, sitzen fest im Sattel, haben Positionen, haben Familie und sie sind wieder hierhin zurückgekommen. Wie ganz von selbst hat sich das Modell einer Leitfigur und Professorin in ein Modell der Freundschaft verwandelt. Und das weltweit. Ich bin die Prima inter pares. Das habe ich in den Proben ganz am Anfang gesagt, weil normalerweise, wenn man probt, alle haben mich als Professorin erlebt, die denken, naja, die wird ja jetzt auch die Probe führen. Da habe ich gedacht, nein, ich halte mich ganz zurück und jeder darf sagen, was ihm nicht gefällt. Jeder darf sagen, wenn er noch mal was spielen möchte. Und es hat sich eine wunderbare Kreativität entwickelt und es war sehr lebendig, diese Probe zu sehen. Es war sehr schön. Keiner hat irgendwie an sich selber dabei gedacht, weil er zeigen muss, wie toll er geworden ist in der Zwischenzeit, sondern es ging wirklich immer nur um die Musik. Und das war ein wunderbares Erlebnis für mich, so zu sehen. Prima inter pares, das heißt die erste unter Gleichen. Immer allgegenwärtig, gegenseitiger Respekt und Anerkennung, gegenseitig. Und natürlich auch eine gemeinsame Liebe zu dem, was wir hier so zusammen machen, Musik und mit dem Instrument unserer Wahl, dem Cello. Damit komme ich zu den beiden wichtigsten Leitfiguren, die ich als junger Mensch hatte und die mich maßgeblich für mein Leben geprägt haben. Die beiden Menschen, die mich haben gesunde Wurzeln schlagen lassen. In einer Zeit, wo das notwendig ist, wenn man 19, 20, 17, in der Zeit ist man sehr lenkbar, sehr biegbar und auch verbiegbar. Das ist eine große Verantwortung. Diese beiden Leitfiguren, die ich damals also hatte, waren Janos Starker und Slava Rostropowitsch, zwei weltbekannte Cellisten über Jahrzehnte. Der eine ein leidenschaftlicher Ungar, der andere ein leidenschaftlicher Russe. Wie kam das alles? Ich war 19, als ich zum Studium in die USA ging,
um beim besten Pädagogen der Welt, Janosch Starker, zu lernen. Ich war begabt, spielte viel Zeugs, ziemlich irgendwie rauf und runter, merkte aber, irgendwas ist nicht so ganz richtig. Hatte keine Ahnung, wo es lang ging und wusste gar nicht so richtig, wie Cello spielen wirklich geht. Gnadenlos, aber liebevoll, hat Janosch Starker Hackfleisch aus mir gemacht. Hat mich auseinandergenommen in tausend Teilchen, in der Absicht und in der Hoffnung, dass da vielleicht später mal ein leckeres Mignon-Steak draus werden könnte. Innerhalb zweier Jahre dann brachte er mir das Know-how des Cello-Spiels bei. Konsequent und ohne Umwege. Technik, Physiologie des Cello-Spiels und auch die Aspekte der Psychologie. Die Fragen der Disziplin, des Durchhaltevermögens, ein Ziel vor Augen zu halten, kamen natürlich auch ständig vor. Er war sehr hart in seinen Forderungen, aber auch unglaublich verständnisvoll. Er hat meinen Rahmen erkannt, meine Fehler, mein Talent, mein Potenzial und immer begleitend eine gewisse Prise von Ironie und einen ganz wunderbaren, ganz individuellen, kleinen Humor. Janosch Starker machte nur eine Augenbraue so ein bisschen hoch und dann wusste man, ah, das war jetzt okay. Sonst macht er seine Zigarette an, der Qualm, der kam so hoch und dann sagte er einmal zu mir, if you ever play that much out of tune, I will deny that you ever have been my student. Und er wusste ganz genau, wie stolz ich war, seine Schülerin zu sein. Und er wusste genau, wie er mich damit traf. Das war meine Lektion an Intonation. Der hat nie mal gesagt, zu hoch, zu tief oder unsauber, sondern das war die Lektion. Ich wollte natürlich Schüler von ihm sein und ich wollte auch gut spielen. Hat natürlich auch dann Ängste kreiert. Nach diesem Satz sagt er, okay. Die nächste Stunde war dann ein bisschen klamm bei mir, muss ich sagen. Aber er war ein großer Leuchtturm für mich. Er hat wunderbar Cello vorgespielt. Und ich dachte, mein Gott, was ein Mount Everest, der da vor mir sich auftut. Und da muss ich jetzt Schritt für Schritt hochgehen. Nicht muss ich, ich will. Ein paar Jahre später, da war ich schon in Essen, machte ich einen vierwöchigen Meisterkurs in Basel bei seinem Erzrivalen, Slava Rostropowitsch. Und dieser warf mich innerhalb von 4 Wochen vollkommen aus meinem Sattel, aus meinem Dornröschenschlaf. Er war ein Feuerwerk, eine Urgewalt, dem es deutlich komplett egal war, mit welcher Technik jemand Cello spielte. Sein Credo war, du musst brennen für das, was du tust. Du musst kommunizieren mit deinem Spiel, egal wie oder mit was. Ob mit den Fingern oder mit den Zehen oder ob du kratzt oder säuselst, das kann auch schon mal unsauber sein. Musik und Ausdruck pur. Die Seele nach außen kehren, bedingungslos und offen. Sonst ist alles langweilig, kalt und sinnlos. Das hat mir sehr zu denken gegeben. Und er war ein Quell der Inspiration in diesem Kurs. Als Janosch Starker 1999 75 wurde, das ist das Bild unten, hat er in Bloomington gefeiert. An seiner Alma Mater an der Indiana University und ich wurde auch eingeladen, dahin zu kommen. Dann hörte ich, er hatte auch Slava Rostropowitsch eingeladen, sein Erzrival. Und keiner von uns hat das geglaubt. Erstens, dass er ihn eingeladen hat und zweitens, der würde sowieso nicht kommen, niemals. Aber doch, er kam. Slava kam. Ich glaube, er hatte auch das Gefühl, die beiden Herren, der eine war 75, der andere 73, nach Jahrzehnten Rivalität wollten sie das Kriegsbeil wohl begraben. Ich habe das nie verstanden, diese Rivalität. Ich habe sie beide bewundert ohne Ende. Aber so war es nun mal eben. Slava dirigierte und wir spielten Cello. Es war ein Riesenfest. Die beiden schlossen Freundschaft. Der eine trank Whisky und der andere Wodka. Und das nicht zu wenig. Und Witze ohne Ende. Und im Laufe meines Lebens fand ich dann zwischen diesen beiden Antipoden meinen eigenen Weg. Auf den Bühnen dieser Welt, in Aufnahmestudios, in verschiedenen Städten mit verschiedenen Orchestern und verschiedenen Kontinenten und hier immer wieder in Köln an dieser Hochschule.
Ich wurde als junge Cellistin mit starker Hand geführt und es wurden mir Chancen eröffnet und Türen geöffnet. Ich musste die Chancen aber auch ergreifen und hindurchgehen durch die Türen musste ich alleine. Und ich weiß, was das bedeutet und kann mit allen jungen Menschen, die als Studenten irgendwo sind, nachempfinden, wie alleine man sich da manchmal fühlt und man zweifelt und weiß nicht, ob es richtig ist, was man macht. Ob man es richtig ist, was man will, ob man überhaupt auf dem richtigen Dampfer ist. Und genau diese Werte versuche ich seit 3 Jahrzehnten hier in Köln auch umzusetzen und auch weiterzugeben. Mit höchster Qualität, aber auch mit viel Freude. Ich möchte jeden da abholen, wo er steht, wenn er kommt, und dann ihn ein Stück begleiten. Wir gehen ein Stück des Weges gemeinsam. Ich kann helfen. Und dann lässt man sie wieder ziehen, wenn die Zeit reif ist. Und alle, die jetzt hier sitzen, bis auf die paar Studenten, die jetzt im Moment in meiner Klasse sind, sind gezogen und wiedergekommen. Und hier bin ich nun auf dieser Bühne mit meiner großen Cellofamilie. Hier ist jetzt leider nur ein ganz kleiner Teil. Die Cellofamilie ist gewachsen und gewachsen und gewachsen in den 31 Jahren. Und es sind natürlich wahrscheinlich auch ein paar hier jetzt im Saal, die nicht mitspielen haben können. Und ich weiß, viele sind in der ganzen Welt. Und wie ich heute gesehen habe, ein ehemaliger Student ist aus Korea extra angereist mit seiner Frau, die er vor 6 Wochen geheiratet hat. Den habe ich in Seoul im Oktober getroffen. Wang Yu Choi, Wang Yu, wo bist du? Zeig dich. Da. Ja. Und er hat mir im Oktober gesagt, vielleicht komme ich nach Köln im Dezember. Habe ich natürlich nicht geglaubt, dass er diesen weiten Weg antreten wird. Und dann habe ich noch eine sehr alte, bekannte Studentin, die in den 90er Jahren bei mir studiert hat. Sie kommt aus Südafrika, ist auch nach Südafrika zurückgegangen, hat dort auch eine Professur inzwischen. Sie hat 3 Kinder, sitzt im Sattel einer Familie und ihres Berufes und sie ist extra wegen heute auch aus Südafrika hier hingereist. Sie wollte unbedingt dabei sein. Ann-Marie, wo steckst du? Zeig dich dem Volke. Das ist natürlich für mich unglaublich und ich kann es kaum fassen, aber das sehe ich mit großer Dankbarkeit und irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe nicht alles falsch gemacht, wenn ich solche Reaktionen sehe. Man macht natürlich Fehler, das ist ganz klar, und aus Fehlern lernt man, nicht aus Siegen lernt man nicht, aus Fehlern lernt man. Meine besondere Verehrung aber nun und meine besondere Dankbarkeit gilt Jana Starker, der mich mit umsichtiger Hand, großem Verantwortungsgefühl und tiefer Menschlichkeit in meinen jungen Jahren ausgebildet und gelenkt hat. Später wurde eine enge Freundschaft daraus. Leider lebt er nicht mehr. Er war ein leidenschaftlicher Ungar. Und deswegen ein inniger Dank an Jana Starker mit einem ungarischen Stück von Ernst von Dohnányi, was ich jetzt spielen werde, Ruralia Hungarica. Ein musikalisches Bild von ungarischem Landleben. Dieses möchte ich meinem Lehrer Jana Starker widmen.